So, herzlich willkommen meine Krieger und Kriegerinnen zurück zu The Elder Scrolls 4 Oblivion. Wir sind in der Kanalisation. Ich darf auch die Zeit nicht vergessen, es ist 1 Uhr nachmittags, ja. Wir bekämpfen hier gerade Goblins. Ist schon mal gut, was er macht. Er hat ihn in die Ecke gedrängt und zieht gerade gut ab. Jetzt ist er leider wieder weg. Ja, die Frage ist... Die Frage ist, fehlt uns unser Klingenbruder? Ich glaube eher nicht. Weil der hat jetzt auch nicht so viel gerissen. Starker Zauber. Genau, geh auf ihn, das ist viel mehr wert. Dräng ihn in die Ecke. Macht Platz, Kröte. Sehr schön. Jetzt müssen wir erstmal den einen weghauen. Ich weiß nicht, was auf der anderen... Ja gut, der Ding ist safe noch da. Der Mage, sonst würde nicht ständig der kopflose Zombie mit auftauchen. Der ist safe noch da. Aber ansonsten, ich weiß nicht, was mit dem anderen Kriegsfürsten ist. Stark. Ich glaube, der... Ich weiß es nicht. Keine kopflosen Aktionen, Bruder. Okay. Unser Kumpel hat sich gerade jemand anderen ausgesucht, um anzugreifen. Boah, Alter, hat's mich jetzt gerissen. Wie unnötig, auf die Art und Weise Leben zu verlieren. Was hat er denn jetzt gemacht? Naja, er holt sich den anderen Kriegsfürsten. Finde ich aber gar nicht schlecht, weil den Mage alleine ausschalten ist wahrscheinlich noch im Rahmen. Das ist wahrscheinlich noch im Rahmen, aber diese Kriegsfürsten, die haben so viel Verteidigung auch. Hi. Ja, ist tot. Und jetzt wäre es mir lieber, Kollege, wenn du auf ihn gehst direkt und nicht auf seinen Kopflosen. Ja, genau. Hämmert eure Fertigkeiten. Nein. Zurück! Nichts nutz! Jetzt müssen wir Druck machen. Schön. Sehr schön. Goblin-Schamanenfürst und Goblin-Kriegshäuptling. 2 Stück, zerlegt. So. Lass uns hier mal schnell reparieren. Normal. Müsste das alles gewesen sein. Wenn ich mich richtig erinnere. Oder zumindest das Heftigste, was uns hier unten aber... Oh, jetzt hab ich gerade da krabbelt eine Spinne rum. Ja, ausgerastet. Nee. Ich darf hier unten bloß die Zeit nicht vergessen. Aber genauso wenig sollte ich hier... Also wenn ich das jetzt nicht durchspiele, die Gegend... Gut, wir müssen ja nur irgendwann in der Nacht auftauchen. Wie viel Uhr ist es denn jetzt? 4 Uhr, okay. Oh, scheiße. Noch ein Kriegsfürst oder was? Ist das dein Ernst?
Nein, und ein Schamane. No way. Ich mach dem keinen Schaden, ne? Boah, krass. Hätte ich nicht damit gerechnet, dass die Lage hier unten so prekär ist. Nicht auf ihn. Verliert uns. Nicht auf den Zombie, bitte. Ja, wenn, dann auf den, auf ihn. Geh doch bitte, wenn, dann auf den Kriegsfürsten. Jetzt, hast ihn in der Ecke, komm. Er geht immer auf den Zombie. Die sind zu heftig. Boah, scheiße. Stark. Stark, 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 stark. Geh auf ihn. Hast du den Kriegsfürsten? Nein, ist egal. Komm, push, 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 push. Der Kriegsfürst ist down, oder? Nee, der ist nicht down. Der hat bloß... Der dreht bloß gerade ein bisschen am Rad, weil sein Schamanenfürst weg ist. Jetzt haben wir ihn. Die haben sich hier neu formiert, die Eumel. Die haben sich hier unten neu formiert, nachdem wir sie schon mal geschlachtet haben. Ja, da muss man aufpassen. Und wenn die kaiserliche Wache mal ihrer Verpflichtung nachgehen würde, dann wird es soweit gar nicht kommen. Aber Goblins in der Kanalisation, gut, es ist das Wasserhaus, das Haus, da ist noch irgendwie was dazwischen. Zwischen den... Ja, aber es ist halt nicht viel, gell? Also was meine ich mit dazwischen? Ich meine natürlich zwischen den Kellern der armen BürgerInnen und, und den Goblins. Huch. Ich tu mal ganz kurz mir das Krankheit heilen auf die 7, weil den Schild, den braucht kein Mensch. Das ist doch jetzt ein sehr kleiner Bereich hier, oder? Genau. Versunkene Abwasser und Fatis Ulis. Boah, also hat Fatis Ulis einen direkten, theoretisch einen... Es war aber nicht der, der... Ey. Na, greif an. Das war nicht der, den wir in der Kneipe umgelegt haben, oder?
Ich glaube ganz ehrlich, dass das eine eher entspannte Gegend wieder ist. Das wird primär Schlammgraben und Ratzen sein. Da wird nicht viel mehr kommen, Freunde. Deswegen, da brauchen wir uns jetzt nicht zu sehr überanstrengen. Hat die uns irgendwie... Nee, die hat keine Krankheit übertragen. Das ist sehr schön. So, Dalla. Und weiter geht's. Von sich schon Schlammkrabbe rumkriechen? Zwei sogar. Ja, ja, tobt euch wirklich aus, Freunde. Tobt euch aus. Ich schaue währenddessen die Gegend hier noch ein bisschen durch. Ja, wer hier unten verreckt wegen den Ratten und so, der ist halt auch irgendwie selbst schuld da. Da hält sich mein Mitleid so ein bisschen in Grenzen. Oh. Okay. Jetzt mal fertig. 7 Uhr abends. Boah, spätestens um 12 Uhr muss ich da, glaube ich, mal die Reißleine ziehen, ja? Ich hatte jetzt einfach keinen Bock mehr. So, hier. Es war schon mal eine Chance. Das macht er. Smooth. Da geht er smooth durch. Das muss man ihm einfach lassen. So, hier geht's zu dem Versunkenen. Oh, meint ihr, dass da schon wieder neue Agenten sind? Also neue Agenten der mythischen Morgenröte. Und er ist halt direkt nebenan, gell? Also, ich weiß nicht, ob wir uns die Keller zunutze machen, wenn wir die Kaiserstadt mal ausrauben. Ich glaube, da ist das alte, pragmatische doch besser. Übrigens habe ich erfahren, dass Rabe Camoran wirklich ein Sohn von Mankar Camoran ist. Er scheint allerdings nicht die hellste Kerze auf der Torte gewesen zu sein, von daher. Genau, da geht's zurück, das ist oben. Die könnt ihr euch behalten. Bücher habe ich mitgenommen. Zerknitterte Papiere. Okay. Easy. Jawohl. Es ist wirklich wie beim Biathlon. Okay. Die hässlichen Gewänder braucht kein Mensch. Ist das Knochenbrecher-Ding wieder weg schon, oder ja? Und da geht's zu den Talos-Platz-Abwasserkanälen. Das heißt, Elfengarten und Talos-Platz ist verbunden. Bin ich schon richtig, oder ja? Hoffen wir mal, dass da keine Goblins drin leben. Ratten, okay. Goblins. Scheiße. Yeah.
Okay. Ich warte jetzt kurz, ob jemand durchgeht. Wenn nicht, dann würde ich ganz gern die Talos, die Talosplatz-Kanalisation wann anders machen. Elfengarten haben wir abgeschlossen, passt. Dann würde ich Talosplatz wirklich... Scheiße. Wo ist der jetzt hin? Wo habe ich den jetzt hinbeschworen? Wo läufst du denn hin? Da oben. Ah, das war ein Fail. Egal. Nehmt dies. Schöne Schlagkombination. Zweifle ich, dass er das machen wird. Auf die Knie, Feigling. Zittert, Weichei. Auf Platz, Kröte. Er hatte nichts dabei, okay. Uhrzeit? Ist mir zu weit, Freunde, ist mir zu weit. Ist mir zu weit und riskant. Das schaffen wir einfach nicht mehr. Machen wir Talos Platz wann anders. Dann müssen wir zwar den Kriegsfürsten nochmal umlegen, aber das ist mir auch relativ egal. Warte, schmeiß dich mal kurz in dein Basic-Gewand. Wir haben wieder einen Haufen Sachen zum Verkaufen. Sehr schön. Und dann gehen wir einfach zurück. Aber, ja, hätte man da ein bisschen besser aufgepasst, hätten wir uns das vermutlich erspart. Jetzt sind wir zumindest, den Helm kannst du auch abnehmen. Sehe ich ein. Hätte man mit Sicherheit besser aufpassen können. Aber ist jetzt nun mal so, ne? Ich finde, was einem in dem Spiel so ein ganz weirdes Gravitationsgefühl gibt, ist, dass du einfach im Flug die Sprungrichtung ändern kannst. Das ist so eigenartig. Aber für mich ist der Bereich jetzt auf jeden Fall erstmal abgeschlossen. So. Zum Gefängnis. Wo ist denn Talosplatz? Ist es daneben? Haben wir.
die drei haben wir durch. Das heißt, Tempelbezirk und Talersplatzbezirk und Palast haben wir auch durch. Da haben wir den Ausgang ja gefunden. Die Ehre ist ganz meinerseits. Das ist die, die das Waffengeschäft hat. Das habe ich früher mal ganz oft gemacht. Fackel aus. Schauen wir mal. Oder warte, das speichere ich mal richtig. Das ist keine Übung mehr, Freunde. Okay. Hier rein. Das dagegen ist schon eine andere Nummer. Also heute bin ich in absoluter Topform. Das ist das Büro daneben. Warum hat er mir denn... Egal. Völlig wurscht. Wo ist es? Ich habe den Brief mit dem Siegel des Legionskommandanten versiegelt. Nun muss ich ihn Gräfin Umbranox persönlich überbringen. Ich werde die Rolle des Kurias übernehmen. Sehr gut. Ja, ich bleib bei der Meinung, es ist schon eigenartig, oder zumindest empfinde ich es als eigenartig, dass dieser Brief verschwindet. Er ist ja schon bereit zur Übergabe, aber er verschwindet und es interessiert erstmal keinen. Ich würde sagen, als allererstes gehen wir nach Brumar, liefern dort unsere Waffen ab, die wir uns jetzt in der Kanalisation erkämpft haben, reiten dann nach Anvil, weil bis morgen früh treffen wir da sowieso niemanden. Zwängt es auch noch zum Regnen an. Spinnst du? Grüße. Schaut's, dass heimkommt's, Freunde. Es regnet. Was ist los? Gar nichts. Prinzipiell, also wenn das so... Wie schön euch zu sehen. So läuft, wie ich mir das vorstelle, finde ich das aber... verhältnismäßig einfach. Man kommt viel rum. Aber wenn ich das jetzt mit dem... Allein schon der Magier. Also das mit dem Magierstab. Finde ich eine der schwierigsten Quests von allen. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich raube jetzt Wehe aus. Das wollte ich eh schon lang mal machen. Das war ja der Dude, der von seinem tollen Ersparnis geredet hat. Ich würde sagen, um das erleichtern wir ihn mal. Und die Waffnetherberge, die wartet ja immer noch auf den denkwürdigen Jahrgang. Schauen wir mal, was wir da finden.
Den Schlüssel trägt er bei sich, oder? Ja, der lebt hier eigentlich ganz gut. Er hat 40 Gold in der Tasche, redet von seinem großen Ersparten. Und da sind 23 Gold in der Kiste. Das ist ja wohl ein schlechter Scherz. Ich dachte erst, sie wäre tot. Ja, hier bei den Diebstählen bin ich jetzt nicht so kleinlich, da nehme ich jetzt nicht jeden Millimeter mit. Ich habe irgendwo jemanden gehört. Interessanterweise darf ich die Türen aufknacken, von daher sehe ich es einfach als nette kleine Übung. Wahrscheinlich, weil auch einfach nichts Wertvolles in den Räumen ist. Ganz hinten ist wahrscheinlich ein Gast. Irgendwo jemanden gehört. Morgen. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass eine Wache hier drin ist, aber okay. Naja, gut. Ciao. Was? Wo ist mein Pferd? Hier. Also dieses ganze Trara mit dem... Geld um nichts. Um absolut gar nichts. Ich schau mal, ob ich den Schlüssel verkaufen und wieder kaufen kann. Viel Zeit habe ich eh nicht mehr. Ich bin mein Lieblingskunde. Was habt ihr denn? Nee. Gar nichts habe ich. Schatten. Gar nichts habe ich, mein lieber Onga. Ich weiß bloß, dass ich die nächste Aufnahme wahrscheinlich wieder mit einem kleinen Büchlein beginnen werde, so wie immer. Und jetzt würde ich die erstmal hier noch reinpacken, schnell. Was haben wir an Wertgegenständen? Licht beschwören. Goldnugget, Silbernugget. Haufen Müll. Stärkere Waffen. Ja, Freunde, ich würde mich für heute verabschieden. Wir sehen uns morgen wieder zu der Discord für Oblivion. Haut rein, euer Odin Let's Play. Ciao, ciao.